das ist jetzt so ein Bild von einer typischen Forschungssituation, wo der Ethnologe dahin, sich dahin setzt. Und wenn es ein weißer Ethnologe ist, fällt ihm leicht. Da sind erstmal die Missionare da gewesen und dann hat er die Armee am Rücken und dann holt er die Leute zusammen. Er hat seine Fragen, er will erfahren nach europäischem Gesichtspunkt, was haben sie für Kultur, was haben sie für Sitten und so. Und dann schreibt er das ja mal alles drauf. Also der Ethnologe gilt immer als Herrschaftsfigur, ich bei meinen Deutschen auch. Also das ist eine Umgekehrt. Jetzt forsche ich als jemand, der nicht im Machtapparat sitzt. Und das ist der Unterschied zwischen so einem Typ da am Anfang der Ethnologie und jetzt, wo wir Leute aus der sogenannten dritten Welt versuchen, über Europäer was zu schreiben. Diese Macht habe ich hier nicht. Meine Protestanten, die evangelischen Leute, mein Forschungsobjekt gehören zu den Leuten, die bestimmen, was ich veröffentlichen darf oder nicht. Also wenn ich jetzt dahin gehe, weil ich will etwas erfahren, dann machen sie für mich Kaffee und dann sind die netten Leute da, die benehmen sich vorzüglich und schenken mir was. Dann habe ich gute Laune und übersehe ich ja Sachen, die negativ sind. Ich bin schon konditioniert, die Leute so in ihrer besten Fassung zu sehen, auf der Sonnenseite zu sehen. Und genau das machen hier diese Neger wie meine Neger in Deutschland auch. Ne? Und darüber freue ich mich, weil meine Neger genauso sind wie andere auch. Jesus Christus, er ruft dich heute. Nimm ihn an, damit du dein Leben verändern kannst, damit dein Leben einen Sinn hat, damit dein Leben Erfüllung findet. Erfüllung in Jesus Christus. Da war ich schon 37 Jahre, ne? Alt und da war ich noch sehr, sehr kaputt und ziemlich frustriert und durcheinander. Da ging ich zur Universität und dann habe ich angefangen, Afrikanistik studieren und Völkerkunde. Und ich wollte über Deutschland schreiben und das wollte ich verglichen haben mit anderen Gesellschaften, wo alle Bedürfnisse innerhalb der kleinen Gruppe, Familie des Stammes und nicht im Staat passiert. Und das hat der Dozent versucht abzulehnen. Und aus dem Grund habe ich beharrt, nein, ich will das so machen. Ich sehe nicht ein, warum Deutsche nicht völkerkundlich betrachtet werden dürfen. Und gleichwertig mit anderen. Und so kam ich dazu, meine Arbeit anzufangen. Ne? Vielen Dank für heute. Und das nächste Mal werden wir dann wieder zurückkehren zu der unterbrochenen Diskussion über den Stoff, den Deiner Bonnelam zusammengetragen hat, der ungewöhnlich ist für die Völkerkunde, der dem Bereich der modernen Industriegesellschaft entnommen ist. Es handelt sich um die Fragen, die zusammenhängen mit der Eingliederung junger Menschen in den Sozialverband. Die Fragen sind ja auch in der modernen Industriegesellschaft ritualisiert. Was ist das? Konfirmation. Konfirmation. Ja. Da sagt man das zweite Mal das Jawort zur Religion. Erstens bei der Taufe, da sagen die Eltern das, die entscheiden dann, ob man dann dazugehört, damit man getauft, zum Beispiel, wenn man reformiert ist, mit einer reformierten Kirche getauft, gehört man dazu. Und bei der Konfirmation, da kann man sich nochmal selber Ja sagen, ob man dazugehören will oder nicht. Aber woher weißt du denn? Das haben wir gelernt. Ob du dazu gehörst oder nicht. Ach so, nein, also das müssen wir, das erklärt unser Pastor in seinem Konfirmandenunterricht. Mhm. Er erklärt uns das alles, was die Konfirmation auf sich hat. Ja, und wer das gerne möchte, wem das so gefallen ist, der da wirklich zugehören möchte, der wirklich den Mut dazu hat und also Mut nicht, also das wirklich will, der kann Ja sagen und sonst dann nicht. Wegbleiben, das ist ja, ne? So Konfirmandenunterricht, nein, der muss ja auch dafür da. Ist, ob man sieht, ob man daran glaubt oder nicht. Und wenn man daran weiter glauben will, mhm, wenn man es ja überzeugt wird, dann kann man es ja selber sehen, ob man da drin bleibt. Ist das nicht schwierig zu entscheiden? Ach nee, wenn man schon von klein auf
christlich erzogen wird und so, dann passt man sich da automatisch dran an. Dann kennt man gar nichts anderes mehr und möchte auch gar nicht austreten mehr aus der Kirche. Aber bei uns gibt es ja noch verschiedene, also einmal katholisch und dann reformiert und lutherisch. Mhm. Mhm. Und dann, aber das ist meines alles super gut. Ja, Methodist und Baptist. Mhm. Erzähl mir mal so der Reihe nach, was man in diesen 3 Jahren oder 2 Jahren lernt. Ich muss das für meine Afrikaner mal so ja. in Erfahrung bringen. Also da lernt man von Liedern, da lernt man einzelne Strophen, muss man auswendig können. Ja. Singen? Und, ja. So schön singen? Ja, da singt man mal. Kannst du nicht ein bisschen nachsingen? Oh, nee. Oh. Und erfährt auch viel über Gott und so, aus der Bibel und so. Und dann nach 2 Jahren, da wird er dann so, wie nennt man das, dann kommen die Eltern an einem Nachmittag dahin. Mhm. Und dann müssen die Schüler alles aufsagen und so erzählen, was sie in den ganzen 2 Jahren gelernt haben. Und den Sonntag darauf versammelt man sich dann in der Kirche und dann wird man konfirmiert. Und das, was ihr mir erzählt habt über Konfirmation, das weiß ich schon lange. Ich wollte nur gewusst haben, ob ihr das wusst. Oh, was du machst. Danke. Die besten Dank. Ach, das merken. Ja, ja. Dann gehen wir mal nach oben, ne? Und dann, das ist eine Ausstellung über Erziehung international. Vergleichen wir das mit anderen Kulturen. Hier, guck mal, das ist Lehrertreffen. Knorr, Herr Dreier. Unser, wie heißt er? Das ist Gabriele Brunni. Die ist gemein. Das ist richtig so. So ein Schmuck schenkt man mal Frau Bruchmann. Ja. Hier, das ist Herr Dreiers Maske, wenn er Matheunterricht gibt. Ja. Dann setzt er sie auf. Und ist er sauer. Ja. Das ist. Nein, die ist für Frau Brockmann. Nein, das ist ja Frau Brockmann, weil die so schlitzäugig, so gemein entlingt. Ja, aber einfach. Und wem verpassen wir die hier? Die könnte glatt Herrn Glaube passen, weil er sowieso so eine Eierbirne hat. Ja, richtig da. Nein, komm, kein, nichts Böses sagen Sie zu den Dingen. Die europäischen Kinder wissen nicht, dass sie initiiert werden meist. Die machen das so als Gewohnheit oder wegen Geschenk und so weiter und so fort. Und die kommen sich so wahnsinnig selbstständig vor, unabhängig und ich weiß nicht was. Ne? Und es ist tabu, darüber zu reden, dass sie doch nicht so frei sind, dass sie integriert sind irgendwo, entweder in deiner Abiturklasse oder beim Studium, wo du nun bist. Oder wenn du Punker bist du halt integriert in deine Gruppe. Nein, aber die Haut ist einfach zu dünn. Oder die schaben das ab. Die haben garantiert ein Schnitzmesserchen, ne? Mhm. Und darum blutet ja. Was habt ihr denn hier? Plaketten. Hast du aber kein Männlichkeitssymbol? So, vorhin so. Nö. Ne? Gehen wir mal dahin. Nö. Da wird gewaschen. Ja? Die Waschung. Waschtag, was? Ja, Waschtag. Und hier, das ist die sagen wir mal, das ist die Häuptlingsmaske von dem Häuptling. Oh, auf uns mal. Und richtig. Hier, das könnte deine Schule sein, oder? Ist es auch. Eine Schule? Das Ganze ist eine Schule. Wir haben da drüben Beispiel, wo hier diesen balinesischen Mädchen die Zähne abgefeilt werden. Die Zähne abfeilen. Das heißt, ein Teil vom Körper wird weggenommen, wird abgetötet, damit der neue Mensch geboren werden kann, später in einen neuen sozialen Status. Und hier werden Narben am Körper eingeritzt. Und das alles müssen die Kinder, wie jemand gesagt hat, man muss mutig sein, wenn man nicht zur Konfirmation gehen will, ne? Sich mutig zeigen und wenn sie das geschafft haben, dann gehören sie zu den erwachsenen Menschen. Wie gut, das ist auch für den jungen Mann nach der Initiation und nachdem sie solche Schnitzereien bekommen haben, da mussten sie irgendetwas abwarten, so einen Reifungsprozess. Also der muss warten, bis seine Haare so wachsen, bis das Ding voll ist. Du meine Güte. Und dann haben sie auch diese Symbolen an und weiß man, wenn man sie auf der Straße sieht, das sind diejenigen, die dabei sind, so wie beim Militär. Ja, ja. Wenn man Wehrdienst die dicken Uniformen und hier ja. und da was hängen haben. Ja. Und hier. Ja. Also so wie, ja. ich jetzt nur ja. Plaketten. Ja. Ja, das genau. könnten jetzt also Orden sein für gutes Benehmen, genau. für genau. gut Treffen. Genau. Das ist also, ja, bloß, ja, aber die Schmerzen, bloß die Schmerzen, die will ich ja. nicht selbst, den Anfang, ja, aber nicht diese Schnitzereien. Wer macht das eigentlich, die
Einige ältere Männer, die so wie Priester da sind. Die Älteren? Also. Ja, wie bei euch Prüfer, ne? Also so wie Lehrer, ja, die so prüfen? Ja, wie Lehrer. Da müssen sie gut aufpassen und auf deine Mathematik. Tiere erlegen. Ja, richtig, Wie viele Tiere muss man denn? Also ich weiß nicht, ob in seiner Kultur das so ist, weil jeder spezialisiert auf einem Gebiet. Und ich schreibe über euch. Ich kann sagen, wie viele Prüfungen ihr machen müsst, um Abitur zu schaffen. Wir sind leider nicht. Ja, warum? Wir sind leider nicht im Abitur. Nee? Nein. Ich weiß nicht, ob Sie die beantworten wollen, ob Sie selber auch so schmerzhafte körperliche Beschneidungen haben über sich ergehen. Würde ich sagen, ich musste ja meine britische Schule besuchen. Ich empfinde das auch als eine Beschneidung, weil ich Schwierigkeiten habe, mich wieder davon loszulösen und mich so zu verhalten, wie es von innen kommt. Und das wird in Europa gerade bei sogenannten emanzipierten Frauen als ein Manko angesehen. Eine Frau, die eine Universität besucht und die so mal intellektuell ist, die soll alles immer cool mit der linken Hand so machen. Und ich sage immer, wenn man berechenbar ist, dann ist man schon beschnitten. Die anderen wissen genau, wie sie einen einplanen können. Emotionalität kann ich mir nicht erlauben und dafür empfinde ich mich als tot. Und das ist die Beschneidung in Ihrer Gesellschaft. Es wäre interessant zu hören, welche Vorschläge Sie der europäischen Gesellschaft machen können. Also, wenn man mich danach fragt, würde ich sagen, man muss überlegen, was man will. Ne? Die europäische Gesellschaft hat ja, die Industriegesellschaft hat gesagt, wir wollen Fortschritt und Wachstum haben und Herrschaft. Und dafür haben Sie ja mal einen enorm hohen Preis bezahlt. Und ich kann für Sie nicht entscheiden, ob Sie diesen Preis weiter bezahlen können oder nicht. Was ich sagen kann und machen kann, kann zeigen, dass andere Gesellschaft für andere Sachen, die Sie genießen, andere Preise bezahlen. Und ja, für das, worauf Sie verzichten, auch andere Sachen in Anspruch nehmen. Zum Beispiel das Gefühlsleben bei den Naturvölkern so hohen Stellenwert haben, das erkaufen sie durch Verzicht auf Wirtschaftswachstum. Ja, für mich ist interessant, dass Sie ja aufzeigen, dass bei uns zwar kein Blut fließt, aber Sie ja die Beobachtung machen, aus Ihrer Sicht, dass genauso tiefgreifend ist und dass von daher die Voraussetzungen für den jungen Menschen, sein Leben wirklich erfüllt zu gestalten, also etwa in dieser Einheit von Natur und Mensch, wie das in Afrika ein allgemeines Bewusstsein ist, dass er das nicht mehr erreicht. Na, und das ist ja hier, die Bundesrepublik ist eine typische Hochkultur, wo man auf Opfer verzichtet und dann neigen manche Völkerkundler dazu zu sagen, das Menschenopfer findet trotzdem statt. Ich kann Ihnen ja mal ein Beispiel geben, wie viele Leute sterben auf der Autobahn. Aber es sind unsystematische Menschenopfer und den Preis bezahlt man auf jeden Fall. Immer wenn ich Leute getroffen habe, die eine ganz bestimmte Kultur betreiben, war es immer evangelisch oder hauptsächlich evangelisch. Und dann habe ich mich daran erinnert, das sind die Elite hier. Dann habe ich angefangen,
diese Leute mir ein bisschen näher unter der Lupe zu nehmen. Und wir haben ausgesucht den Matthias und Peter. Ich meine, Matthias ist klassisch evangelisch. Ich komme aus guter Familie. Ja, Matthias ist 16 Jahre alt. Ist ein junger Mann in der Initiation. Der ist so, wie man sich einen netten jungen Mann im Establishment wünscht. Mal ein bisschen eure Familie beschreiben. Was machen Sie? Welche Rolle spielen Sie hier in Düsseldorf, im Stadtleben? Mein Vater hat nach dem Krieg also sehr hart gearbeitet und hat dann studiert, Jura, sein Examen gemacht. Ja. Und während der Studienzeit haben sie sich in München kennengelernt, meine Eltern. Ja. Meine Mutter kommt aus einer nicht adligen, aber so halbadligen Familie. Ja. Mein Vater hat sich also so langsam hochgearbeitet irgendwie und ist dann in die Staatskanzlei als ziemlich kleiner Beamter eigentlich, also Regierungsrat, gekommen und hat sich dann jetzt im Laufe der letzten Jahre hochgearbeitet und ist befördert worden halt, wie das so ist. Ne? Und meine Mutter, wie gesagt, haben wir ja besprochen, da Bücherladen und so ist ihre Hauptaufgabe. Meine ist auch Thomaskirche und sonst so. Überhaupt bin ich in allem so ein bisschen interessiert. Ne? Ich würde zum Beispiel gerne meine Volontärzeit jetzt beim WDR machen, dann in den journalistischen Bereich gehen. Ne? Und da habe ich natürlich eine Verantwortung, aber ich glaube, dass ich auch fähig bin, die zu tragen. Ne? Weil ich meine, dass ich in solchen Dingen nicht schlecht bin. Ne? Und Peter, diesem anderen jungen Mann, wenn wir das mit dem Matthias vergleichen, der ist zufällig, vielleicht auch nicht zufällig, katholisch. Seine Mutter hat viel Probleme. Sie muss hart arbeiten, um ihre drei Kinder von zwei Männern zu ernähren. Erst warst du in der Realschule. Ja. Ja, und da gab es Schwierigkeiten. Da ist er geflogen, leider. Und ich habe dann die Fürsorgerin angerufen, was soll ich machen? Ich bin alleine, der Junge braucht eine feste Hand. Ja? Und da war die Sache, wo er dann zum Naumannhaus übersiedelte. Und da war er dann die zwei Jahre. Und danach, ja, erst wurde er gesagt, das wäre ein Internat oder was. Ne? Ja. Und ich sag, Mom, das stimmt überhaupt nicht. Ne? Das ist ein ganz normales Jugendwohnheim. Ich meine, ich habe da auch keine Erfahrung. Aber er war eigentlich ganz glücklich dran, ne? So, mit diesem Heim, das interessiert mich so. Was da passiert. Weißt du, die haben, ich wollte da reingucken und ich habe immer das Gefühl, das gefällt denen nicht, wenn ich da reinkomme. Was ist da los? Ja, machen sie so auf geheim? Nein. Das sind also viele Jungs, die haben keine Eltern mehr oder das Elternhaus ist kaputt gegangen. Ja. Die dann also von einem anderen Heim dort übergesiedelt werden, weil sie etwas älter werden, um in Kinderheimen erzogen zu werden. Mhm. Und ich will sagen, dass diese Erzieher, ne, die haben also einen da sehr gut unter Kontrolle gehabt. Mhm. Wir waren also mit allen Erziehern per Du und so. Mhm. Peter war ja eigentlich glücklich dran, denn jedes Wochenende konnte er nach Hause, was viele andere Jungs nicht können. Und ich habe mich auch immer da sehen lassen, habe mir die Akten zeigen lassen. Und da habe ich mich sofort umgehört, hier nach einer Lehrstelle und so. Und habe bei der Firma Mehn auf der Marschallstraße direkt eine Chance bekommen. Bin dann, ich langsam also Fenster putzen lernen musste, nach Karstadt reingekommen, in so einer Kolonne. Und die haben mir das herbeigebracht. Und wir arbeiten im Akkord, also eine gewisse Zahl von D-Marks in dem Brutto angesetzt da. Und da ist manchmal noch nicht mal das, kann man sagen, das Brot eine Pfanne zu verdienen. Ich habe also jetzt vor, vielleicht noch 3 Jahre Geselle zu machen und dann eventuell meinen Meister. Ne? Auch in dem Bereich gibt es. In diesem Bereich. Glasengebäude rein, ja. Aber pass auf, Matthias, mir ist aufgefallen, du hast so eine Art, dahin zu gehen, zack und zack, aber ganz leise. Und die Leute machen, was du willst. Wie schaffst du das? Wie schaffst du das? So, ich weiß nicht. Da kommt der Herr und die Sache läuft. Nee, das ist. Das ist nicht immer so. Nein, das ist wirklich nicht immer so. Das ist manchmal so, weil ich. Ich habe so eine gewisse. Ich gebe zu, manchmal. Übertreibe ich das vielleicht etwas, ne? Und bin auch wirklich nicht gerade ein angenehmer Zeitgenosse. Ne?
so in bestimmten... Also, nein, das stimmt, aber das stimmt. Warte mal, in bestimmten Situationen... Aber man hat so das Gefühl, dass du manchmal so unheimlich angibst oder so. Was? Ja, ja, das wird ihm dann so unterstellt. Ich übertreibe das jetzt ein bisschen. Das wird ihm dann schon unterstellt. Manchmal, das klingt jetzt auch wieder unheimlich angeberisch oder so, ne? Glaube ich aber, dass das, was ich meine, richtig ist, ne? Und dass die anderen da... dass das nicht so hinhaut und so, ne? Und manchmal weiß, und dann weiß ich das auch manchmal hundertprozentig, ne? Und dann will ich meine Sache durchboxen, ne? Und dann bin ich etwas vielleicht rücksichtslos oder ich weiß nicht, oder fahre den anderen mal über den Mund und so. Und naja, das ist, dann wird er natürlich, kriegt dann immer gleich einen Dämpfer drauf, ne? Du bist auch 16, hast du ja noch durchaus nicht zu entwickeln. Habe ich auch noch. Habe ich auch noch. Viel immer, man muss mit 16 nicht schon ganz fertig sein. Ich hoffe, dass ich auch noch nicht ganz fertig bin. Dann hast du also auch noch. Nee, ich habe auch noch Zeit. Ja, die Evangelischen in Düsseldorf, die sind mir aufgefallen, weil ich gemerkt habe, dass es eine Clique ist. So eine Art Sippenwirtschaft. Man muss dabei bedenken, dass die Frömmigkeit eines evangelischen Menschen nur nebenbei mit Beten zu tun hat, sondern dieses ganz aktiv gestalterisch tätig sein in der Gesellschaft. Und das lernen die kleinen Kinder auch. Zwischen 12 und 14 im Konfirmandunterricht, in dieser besonderen Gruppe, wo der Pastor versucht, den Kindern was fürs Leben zu geben. Und die lernen, sich mit Konflikten auseinanderzusetzen. Wir sind jetzt 3 Jahre in der Dienstgruppenarbeit zusammen. 5 Jahre, die meisten von uns, im Konfirmandenunterricht. Was bringt das eigentlich? Ne? Was bringt, ist die Frage, wie das in unserer Gruppe ist. Mhm. Und ich will jetzt mal sagen, ich habe euch ja nichts erspart hier. Ich glaube auch, dass ich das, was ich hier gelernt habe, von wegen, was nicht so sehr mit Kirche zu tun hat, sondern mehr mit gruppendynamischen Prozessen oder mit Leuten umgehen und so, ne? Dass ich das auch später in bestimmten Situationen sehr, sehr gut verwenden kann. Ne? Weil ich vorhabe, irgendwas zu machen, beruflich, was damit zusammenhängt, ne? Mit Leuten zumindest. Ne? Ich habe auch gelernt, besser zu argumentieren, einfacher zu argumentieren und vor allem auch mich nicht mehr so aufzuregen. Ich habe ziemlich viel gelernt und bin besser mit meiner Familie klargekommen als vorher. Matthias, nenn mal ein paar Sachen, was du meinst, es ist nützlich und das kann ich nur in der Kirche lernen, was du später im Beruf gebrauchen kannst. Das ist zum Beispiel, mit anderen Leuten in einer Gruppe umzugehen, ne? Eventuell zu leiten, um dann, wenn es nötig ist, ein möglichst effektives Maß das klingt jetzt brutal, aber an Leistung und so aus ihnen zum Teil herauszuholen. Ne? Und das lerne ich hier. Ne? Und das kann ich nicht in der Schule lernen. Da könnte ich vielleicht gut auf einen Fachkursus für, wie leite ich Wirtschaftsunternehmen oder sowas gehen. Ne? Aber da wird das in einer anderen, da wird das garantiert in einer anderen Weise mir beigebracht als hier. Ne? Aber ich will das auf einer anderen Ebene machen und insofern lerne ich das hier am besten. Ja, wieso nicht zu Hause? Zu Hause habe ich nicht die Möglichkeit, mit anderen Gleichaltrigen in dieser Form zusammenzuarbeiten. Da habe ich nur meine Familie. Ich meine, da lerne ich auch viel zu Hause, ne? Aber nicht das. Ich glaube, ich habe euch gesagt, dass ich eure Konfirmandunterricht als einen Initiationsritus ansehe. Das heißt, du wirst eingeführt in das Leben von Erwachsenen. Und jetzt hätte ich gerne gewusst, ob die Barbara das so sieht. Ich halte das für einen ganz wichtigen Punkt auch. Muss ich sagen, fühle ich mich auch überfordert. Also das wird diesen Punkt der Erziehung habe ich auch gerne abgegeben. Ja. Und darum habe ich auch versucht, eine Gemeinde, dass er in einer Gemeinde den Unterricht hat, in der er leben kann und ja, die auch so ein bisschen meiner Vorstellung von einer christlichen Gemeinde entspricht. Mhm. Ich hätte gewusst, ob du meinst, dass die Kirche, eure Kirche, die evangelische Kirche, die Möglichkeit hat, eure Kinder so zu erziehen, dass eure Kinder später irgendwo in der Führung tätig sein müssen. Ich meine schon, dass also
Matthias in der Thomaskirche die Möglichkeit gefunden hat. Und da haben wir eben in der Thomaskirche Glück. Ja. Ne? Aber den Erziehungsstil von Uwe kanntest du? Ja, den kannte ich. Den kannte ich in Ansätzen durch die Kinderarbeit, die Matthias da auch schon, als wir noch auf der Grunerstraße wohnten, dort mitgemacht hatte. Ne? Also Uwe kann man vergleichen mit dem Zauberer. Der bekommt die Kinder, die Eltern liefern ihre Kinder hin. Und dann sollte er vereinbarten Normen beibringen, aber in dem Gewand eines anderen. Und deshalb kontrollieren sie ihn auch dauernd. Die müssen aufpassen, dass er wirklich die Normen bei den Kindern beibringt, wofür sie sich entschieden haben. Und Uwe lebt unter dauernder Spannung. Als ich anfing, und zwar mit Uwe Seidel zusammen, wir kamen gleichzeitig ins Presbyterium. Da wohnte er bei uns, da war noch gar nicht Pfarrer bei uns. Da waren, ich war, glaube ich, die vierte Frau. Das war also schon ein Novum, dass ich überhaupt gewählt wurde von der Gemeinde. Ne? Und da habe ich also bewusst dann auch da Leitungsfunktionen übernommen. Das hat man ja in einem Presbyterium, da muss man eben über Finanzen, über Personalangelegenheiten mitentscheiden, welcher Pfarrer eingestellt wird bei uns. Und kennst du inzwischen ja auch. Ne? Ich habe eine total andere Rolle gespielt wie zu Hause. Zu Hause war ich also abhängig von dem Gehalt meines Mannes und von dem, was ich als Taschengeld kriegte. Und da hast du und das Geld verwaltet. In der Gemeinde habe ich die Gelder mitverwaltet und mitentschieden, wofür sie eingesetzt werden und was da zu schieben ist. Das traute mir die Gemeinde zu. Das war eine unheimlich wichtige Erfahrung. Und das stellt sie mich in Frage. So, die beiden Damen im Presbyterium können dem Uwe die Hölle heiß machen. Und das betreiben sie auch teilweise mit mir, obwohl sie das nicht gerne zugeben, indem sie versuchen, über mich zu spionieren, was macht der Uwe eigentlich. Mich hat es wahnsinnig geärgert. Ihr kennt Uwe bei der Arbeit überhaupt nicht. Ihr kennt ihn im Presbyterium und da muss er kämpfen. Es geht um seinen Job. Ne? Und dann habe ich immer das Gefühl, ihr versucht, mich auf eure Seite zu ziehen. Und ich habe Sache mit Uwe zu ziehen. Ne? Und, wir wollen nur dein Bild erweitern. Wir wollen dich nicht auf unsere Seite ziehen, denn wir sind im Grunde genommen ja gar nicht gegen Uwe. Warum sollten wir dich dann auf unsere Seite ziehen? Das würde ja bedeuten, dass wir gegen Uwe sind. Ja. Also ich würde sagen, dein Bild von Uwe wirkt auf mich gelegentlich etwas einseitig und das möchte ich erweitern. Ich habe das Gefühl, das hat mich schockiert eigentlich einerseits, und andererseits angenehm überrascht im Konfirmandunterricht, dass diese Kinder von vornherein systematisch auf Führungsstellen, Führungsrollen erzogen werden. Mit 12 Jahren lernen sie zum Beispiel Macht zu delegieren, selbstständig eine Entscheidung zu treffen, mitzugestalten und auch solche Entscheidungen nachher zu tragen. Bewertest du das als schlecht? Ich stelle nur die Frage, was die anderen machen sollen. Ja, das ist ja gutes Arbeit, hör mal. Da geht es nicht um Eliten. Auch diese Arbeit wird gefördert. Das liegt an der Struktur unserer Gemeinde. Ja. Also jenseits der großen Münsterstraße ist ja, man kann fast sagen, ein Ghetto. Mhm. Und da sind Familien, Arbeiterfamilien, wo von vornherein festliegt, mein Kind macht das genau wie ich. Das macht die Grundschule und die Hauptschule und geht dann in die Fabrik. Und dass das hingenommen wird in einer Gesellschaft, die nach Gleichstellung strebt. Klar ist es, sicher ist es, es wird nicht dasselbe getan für andere Kinder, wie für diese exklusiven Leute, die von bei Uwe Seidel lernen. Also von Matthias kann ich heute sagen, es muss viel schief gehen, wenn Matthias kein Boss wird. Wäre schlimm, wenn wir keine Eliten hätten. Da gibt es eben in einer Kirchengemeinde, das ist keine homogene Gesellschaft. Das ist so verschieden wie Utes Arbeit und Uwes Arbeit. Also da sind unheimlich viele Spannungsfelder. Mhm. Ne? Ute, wir sind uns ja auch einig, dass wir die Rechte und die Pflichten, die wir haben, dass wir die auch noch nicht genügend wahrnehmen. Wir sind einfach zu faul und bequem und trauen uns nicht. Und da gibt die Diana uns einen Anstoß und sagt, also nun traut euch doch mal, nun geht doch mal ran. Wir stoßen durch die Ebene unseres Bewusstseins gelangen zum Ort der Ruhe,
haben viel Zeit. Uwe erscheint den Kindern nicht als Vertreter des Establishment. Ja, Uwe könnte man mit einem Zauberer vergleichen, der die Kinder initiiert. Der bekommt die Kinder, geht in den Busch und bringt ihnen einige Tricks bei. Jugendlichen müssen in dieser Phase der Initiation ein paar Tricks lernen, wie sie als richtige, starke Männer auftreten sollen. Frauen gegenüber, anderen Männern gegenüber und so weiter und so fort. Im Privatleben hat Peter nicht die Hilfe, zum Beispiel, wo Matthias in die Thomas-Gemeinde geht, dann geht er zum Bodybuilding. Und das Ritus beim Bodybuilding ist etwas anders, die ist nicht so sozial. Und auch dieses Symbol Stärke, Männlichkeit, ich meine, das ist auch wenig persönlich. Aber wie wird man Ehemann und Vater und Geliebter? Das lernt Peter nicht, das lernt Matthias aber ständig. Weil die Stellen, wo er stark ist, das kommt ja gar nicht darauf an, nach hier. Die Stellen, wo Matthias stark ist, dass er lernt, seine Umwelt zu benutzen als Übungsobjekte, darauf kommt es an. Das ist ja das verdammte Problem dabei. Sag mal, du wehrst dich immer so stark. Ich habe gehört, im Namenhaus hast du auch so irgendeine Pflege so zusammengeklopft. Stimmt das? Oder ist das eine Story? Wenn man sagt, man will sich durchsetzen. Da weiß ich aber nichts von. Ja. Ich weiß, dass er mal ordentlich den Hintern versohlt gekriegt hat von den Leiter. Ich will doch mal eins sagen. Ich war so als junger Bursche, kann man sagen. Da habe ich also sehr viel einstecken müssen. Mhm. Und habe mich dann mit 13, 14 also erstmal richtig gewehrt. Ne? Mhm. Tja, und seitdem. Ja, das ist wahr, er hat sich früher nie gewehrt. Wenn irgendetwas war, immer gewollt, Mama, 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 ne? Mama, Mama, ist aber ja nicht endlich. Und da hast du gedacht, hier sind ein paar Burschen, die kann ich ja, nicht drauf. Ja, nicht dort, aber dann mal. Im Normenhaus habe ich also die Erfahrung bekommen, wo man sich ganz alleine durchzwängen muss, ne? Ja. Durch enge Sachen. Und du findest du Peter so in Ordnung? Ja. Bist in Ordnung, ne? Bist du zufrieden? Bis jetzt noch. Ich habe beobachtet, dass bestimmte Gefühle müssen ja die Universitätsfrauen im Hinterklarkentor für sich geheim aufschreiben. Und man kommuniziert das nicht mit jemandem, den man kennt, den man fühlen kann, sondern mit irgendeinem Unbekannten, der auch diese Toilette benutzt. Jesus sieht dich überall, aber er petzt nicht. Nett ist der Jesus, ne? Es sind wirklich zwei Personen, die regelmäßig die Toilette besuchen und der eine schreibt was. Und es scheint eine stille Vereinbarung, dass die Leute sich in bestimmte Toiletten treffen und sich gegenseitig Stories erzählen. Eine anonyme Kommunikation, weil man nicht über seine Schwäche sprechen will mit fremden Leuten. Ne? Wenn einer so sagt, hier, das ist ja was ganz Interessantes, wie mag man am besten einen Jungen an? Den hat dann jemand anders geschrieben, am besten gar nichts.
entweder es ergibt sich so oder eben nichts. Und dann kommt nochmals, das sagst du so einfach, wenn ich ihn aber doch liebe. Und dann kommt noch in diese andere Schrift, dann sag's ihm, dann wirst du es erfahren, ob er genauso empfindet. Ne? Hier, Vorsicht, bei Dr. Hennig am Mühlenbach kostet eine Kupfer-F-Spirale 5 Mark, Telefon so und so. Und dann hat er ein anderer geschrieben, Vorsicht, dafür fickt er euch gerne auf dem Klo, viel Spaß. Oder in der Frauenklinik Kärntnerstraße, Abteilung für Familienplanung, so und so und so. In diesem Toilette sind ja mal ganz nettere Sachen, interessante Sachen. Die anderen Mensa sind eigentlich so ganz harte pornografische Sachen drauf, ne? So ziemlich, so ich krieg manchmal so einen Schreck, das kommt so stark auf mich zu. Und also mich bedrückt das, weil die Frauen, die müssen so hinter verschlossenen Türen anonym miteinander kommunizieren. Während in anderen Kulturen gibt es so Frauenklicken oder Initiationsgruppen und Fruchtbarkeitstänze und da kann man diese Gefühle so vermitteln. Ich würde viel lieber mit den Leuten reden. Also die Universität ist ungleich viel verschlossener, viel bornierter. Die versuchen immer zu blockieren, wenn ich eine andere Meinung habe. Obwohl ich an der Universität ja meine Gedanken entwickeln sollte. Ich darf nur deren Gedanken weiterentwickeln. Und das passiert ganz, ganz subtil. So, meine Damen und Herren, wir wollen gleich in Medias Res gehen. Bitte die Verspätung zu entschuldigen. Sie wissen, dass wir heute routinemäßig Naina mit ihrem Forschungsprojekt zu Wort kommen lassen wollen. Mit einem Gegenstand ungewöhnlich, deshalb, weil die Völkerkunde ja im Allgemeinen sich befasst mit den außereuropäischen Völkern und den Problemen ihres Lebens. Das Ziel der Arbeit und auch der Untertitel heißt Kulturvergleich als didaktisches Hilfsmittel im Prozess der interkulturellen Kommunikation. Also ich vergleiche jetzt meine Leute hier, die evangelischen Kinder, wie sie in einer Großstadt erzogen werden und das immer wieder bezogen darauf, wie kann ich durch Kulturvergleich mit anderen Kulturen didaktisch damit umgehen, um Kommunikation zwischen Menschen von zwei Gesellschaften irgendwie zu fördern. Ja, aber wie gesagt, jetzt, anstatt jetzt uns auf eine unendliche Theoriendiskussion einzulassen, fände ich es wesentlich interessanter, die Verbindung von Theorie und Empirie mal anzufragen. Also mit welcher Fragestellung, also mit welchen Methoden ist Frau von Lahme an welche Fragestellung jetzt herangegangen? Wie kommt sie zu den Daten, aufgrund derer sie Aussagen bezüglich ihrer Fragestellung jetzt treffen kann? Vom methodologischen Gesichtspunkt her. Das würde ich möchte herausfinden, wie wir völkerkundlichen Stoff so verarbeiten können, dass ein normaler Mensch das kapieren kann. Und dann mache ich so einen Vergleich. Ja, und wo stehst du, wenn du arbeitest? Bitte? Stehst du schon in der westlichen Industriegesellschaft? Nein, ich bin in meinem Bewusstsein ein bisschen afrikanisch. Ein bisschen, also ja. Du gehst an die ganze Thematik sehr oberflächlich ran. Du hast dir ein Bild geschaffen, das willst du auf eine ganz bestimmte Art und Weise durchdringen. Aber alleine deine Ausdrücke, wenn du sagst, also der Wissenschaftler ist objektiv, jeder Wissenschaftler weiß, dass er eben nicht objektiv ist. Ich habe nicht gesagt, ich habe gesagt, das erwartet man von einem. Das erwartet man auch nicht von einem. Vielleicht erwartet das die Allgemeinheit, ja. Aber dann hat sie sich eben mit dieser Wissenschaftlichkeit noch nie auseinandergesetzt. Sicher. Und das, da kann man auch niemandem Vorwurf machen. Dann zum Zweiten,
dieser Diskussion, Herr Dr. Ja. Ja. Also an euren Argumenten jetzt sieht man sehr schön, wie tief ihr in eurer eigenen Gesellschaft drinsteckt und alles nur durch die Augen eurer Gesellschaft seht und die eigenen Denkstrukturen gar nicht durchschaut. Du hast ihr ja zum Beispiel etwas in den Mund gelegt, was sie gar nicht gesagt hat. Sie hat genau das Gegenteil gesagt. Sie hat nämlich gesagt, hier ist es so, als wäre Wissenschaft objektiv. Ungesagt war ja, das ist sie in Wirklichkeit ja gar nicht. Das glauben wir nur, das ist unser Paradigma, dass Wissenschaft objektiv ist. Wir wissen ja seit Kuhn und Feierabend und anderen Leuten wissen wir längst, dass das hinten und vorne nicht stimmt. Und gerade das will ich zur Diskussion stellen für Nichtfachleute. Also unsere Gesellschaft in evangelische und katholische. Die katholischen lässt du unerwähnt. Du sprichst also nur von den evangelischen. Ich mache eine Fallstudie. Sie kann ja nicht das ganze deutsche Volk untersuchen. Ja, sie verallgemeinert aber doch mit ihren Ergebnissen. Ach, hör mal, ich mache doch eine Fallstudie. Du machst auch hier deine Buddhisten dort und lass die anderen stehen. Was willst du dann von mir? Hast du Wissenschaftssoziologische Untersuchung. Deshalb, und Sie reden, deshalb kommen wir auch alle durcheinander, weil das zwei ganz andere Ebenen sind. Drei Ebenen. Was ich ganz am Anfang gesagt habe, Ihre empirische völkerkundliche Arbeit ist ein reines Vehikel, um Wissenschaftskritik zu vermitteln. Trotzdem hat sie noch nicht gesagt, wie sie die Beobachtung macht. Ja, das ist wichtig. Ich habe jetzt, mal gelebt mit diesen Leuten, solange ich in Düsseldorf bin, und seit 79 sehr bewusst. Du sagst nicht, was du gemacht hast. Du hast nur gesagt, bis jetzt, du hast gelebt. Mit diesen Leuten? Mit diesen Leuten. Ich weiß nicht, wer diese Leute sind. Ich weiß nicht, was das methodologisch heißt. Ich habe gelebt mit. Das wollte er wissen, ob du die lebst. Wie du die befragt hast, ob mit Fragebogen oder unstrukturiert. Ja. Unstrukturiert. Nein. Geh doch mal auf ihn ein. Wollen Sie nicht fertig machen, aber nein, Sie müssen sich das sagen lassen. Gut, aber Diana, das wäre doch jetzt ein einfaches gewesen, zum Beispiel einige Fragebögen, die nur zwei, drei Seiten, wo du diese Identitätsfragen jetzt systematisch, die hätten wir sicherlich auch abgezogen in diesen Seminaren, hättest du eine objektive Aussage. Diana, du musst da ein Argument gegen haben. Ein objektives Sample dort erheben können. Was soll ich mit dem Sample, ehe ich festgestellt habe, wie die Sache ist? Und jetzt erst habe ich. Mach ich Fragebögen. Welche Sache ist wie? Ja. Welche Kriterien Sie anwenden, um zu dieser Klarheit zu kommen. Ja. Ob Sie das nur subjektiv auf sich einwirken lassen. Ja. Und den Eindruck erwecken Sie hier natürlich. Und dann kommt jemand, der gerade aus Ghana heimgekehrt ist, mit riesen Paketen, zentnerweise Fragebogen, und wird sich sagen, bitteschön, ich habe hinter mir eine ganz andere Methode. Das ist noch nicht hart genug. Sie haben noch nicht die geistigen Spielen angesetzt. Sie müssen da jetzt etwas gegen Zettlitz und seine Methode setzen. Er hört nicht zu. Ich fange an langsam.